Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl Light. Die Musik beginnt richtig, denn wir sind auf Ressourcensuche. Immer noch auf der Suche nach unserer Tatjana. Und wir haben das Spiel nochmal von vorne angefangen, denn es kommt bald raus, im Full Release. Und wir haben jetzt schon neue Sachen gesehen und es läuft wesentlich besser und tralala. Und wir schauen mal, was wir rausfinden. Ah, Dietrich, müssen wir auch noch bauen. Burger Lars. Dieser Witz wird niemals alt. So, und wir müssen natürlich alles erkunden, damit wir noch mehr Informationen finden in Sachen unserer Tatjana. Da unten kommen wir leider nicht rein. Denn wir müssen ja herausfinden, was mit ihr passiert ist. Sie ist vor 30 Jahren verschwunden. Mehr wissen wir auch noch nicht. Und doch, das Einzige, was wir noch wissen, sie hat im Kraftwerk gearbeitet. Und sie wurde wohl, was wir schon von den vorherigen Folgen wissen, sie wurde wohl vom KGB, war doch glaube ich KGB, beschattet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, da müssen wir dann mal schauen. Was wir sonst noch alles entdecken und erfahren. So, Fragezeichen. Wo haben wir denn hier 90 Meter? Wie krass das einfach hier aussieht, ne? Ich muss unbedingt nochmal dieses Tschernobyl VR ausprobieren. Was die auch gemacht haben. Für die PlayStation. Ich weiß gar nicht, ob es für den PC auch gibt. Die haben mal so eine Erkundungstour, weil die Jungs und Mädels hier, die das Spiel entwickelt haben, die waren auch die waren in Tschernobyl tatsächlich gewesen. Deswegen sieht das hier so detailgetreu aus. Und die haben mal auch wir haben schon eine AK gefunden. Alter! Und die haben tatsächlich schon eine virtuelle Tour, die du mit dem VR-Headset erleben kannst in Tschernobyl. Das habe ich mir mal für die PlayStation gekauft. Und das war richtig cool, das hat Spaß gemacht. Ich wollte das nochmal gemacht haben. Ich habe mich da nicht so richtig ganz mit befasst, aber ich wollte das echt nochmal ausprobiert haben. Denn es kann ja mal interessant sein, das sich vielleicht nochmal zu geben. Und vielleicht findet man dann ja ein paar interessante Dinge noch raus über Tschernobyl. So, da vorne ist was und hier müsste auch gleich was sein. Ich würde sagen, wir stoßen erstmal hier durchs Gebäude. Oha, Rollstühle, nein! Was war das denn für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch gerade? Habe ich schon Paras? Ich habe schon, glaube ich, paranormale Ereignisse. Und die Taschenlampe geht aus. Okay, nach oben gehe ich noch nicht. Ich gucke erstmal mich hier weiter um, denn hier unten ging es dann noch weiter. Taschenlampe war fast leer. Und wir werden ja auch noch Kreaturen sehen und tralala. Ein paar Sachen, die wir natürlich schon kennen. Wir werden natürlich auch viel, viel mehr wieder sehen. Ach, ist das dieser DJ Blatman wieder hier? Ich glaube, hier ist doch DJ Blatman in der Haus. Ne, da ist er doch. Leugne es. Ich habe hier gelebt, bevor dieser Spinner überhaupt geboren war. Bestätige es. Ich bin nicht in der Stimmung, einen Fremden meine Vergangenheit zu erklären. Ja, ich bin Tourist. Mein Name ist Igor. Was ist das? Братва, эти местным советуют. Припятская братва, вот что такое, понял, а? И ты будешь подчиняться нашим правилам, турист Игорь.
Что это за братва такая? Братва? Это... Ну, это Саня, Гриша, Олежка, Вован и Лёха. И Евгений. Интересно. И где все эти ребята? О, ща. Ща прикину. Саню арестовали. Гришу застрелили. Олег ёбнул. Нет, Олег разбился. Вован утонул, а Лёха передохнулся. Вот. Только Евгений остался. И я так понял, Евгений... Это ты? Евгений? Это я. Последний герой. Теперь я и есть Припятская братва. И я тут правила устанавливаю. Понял, турист? Ага. Вроде понял. Ты тут правила устанавливаешь? Kann... Вот. Ja, kann ich dich gleich zurückrufen? Ist gerade schlecht, so eine halbe Stunde. Also, was ist denn? Спасибо. Помоги мне, друг. Я ищу женщину, Татьяну Амалиеву. Татьяну? О, красивое имя. Видимо, красивая женщина. А фото у тебя есть? Нет. Одно было, но... Жаль. Никогда о ней не слышал. Твоя подружка, да? Ах, любовь! Я тоже когда-то любил. Эх, Ксюша, какая женщина! Говорила, яйца мне отрежут, если я ее обману. И что, отрезала? Ну ты приколист, ты мне нравишься. Нет, не отрезала, она меня бросила. Сказала, я для нее... Слишком умный. Слушай, а что-нибудь интересное тут происходило в последнее время? Ну, на электростанции что-то мутное творится. Наровцы бегают, как в жопу ужаленные. И этот стрёмный урод в черной маске что-то вынюхивает. Короче, для бизнеса все это беда. Меня этот чувак не трогает. Но клиентов, конечно, распугал. Так у тебя есть другие клиенты? Ты меня совсем не слушаешь! Они этого говнюка боятся. Если бы не он, здесь было бы больше народу, чем на Измайловском рынке. Okay. Nee, ich hab keine Lust zu handeln. Ich hab noch ein bisschen was zu tun. Gut. Dann... Jo! Der Bratan, Hebet Bratan. Ja, dann würde ich sagen, wir mal die zweite Etage durchsuchen. Ich habe es gerade noch tatsächlich nur einen Anruf bekommen während der Aufnahme. Es ist auch immer der Graus. Erst klingelt es damals bei der Brief Edge Aufnahme. Jetzt ist ein Anruf und es ist unfassbar. Naja, egal. So. Vor allem, wie man ihn immer noch hört, den DJ Blatman. Uts, 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 uts. Ruhe da unten! Ich hab gesagt, Ruhe da unten! Ich will meine Ruhe haben am Kacken! Unglaublich sowas. Naja. So. Ich scanne die Umgebung. In der Hoffnung, dass wir was finden. Aber hier sieht's echt tot und leer aus. Alter. War das beim letzten Mal hier schon? Wo geht's denn hier hin? Gehen wir gleich mal gucken. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen. Waren wir hier bei so einem Gebäude? Ich meine, wir haben den Blatman bei einer Folge auch gefunden. Das weiß ich wohl. Aber... Hier gibt es so viel zu entdecken, ne? Und diese Chernobyl Light dient ja dazu, zwischen den Parallelwelten zu reisen. Also so quasi sich zu teleportieren. Und, Jetzt habe ich immer so das Gefühl,
weil hier ja auch zwischendurch auch immer so ein bisschen so mit Blitzen und so, dass das, je häufiger man das benutzt oder je länger man in dieser Welt ist, dass das quasi immer schlimmer wird. Dass das irgendwann zerbricht und tralala. Alter, es geht noch weiter nach oben. Alter, wie hoch ist denn das Gebäude? Und dass das immer mehr, ja, zusammenbricht, das Ganze. Oh. Ja, hallo. Da sag ich doch nicht nein. Da sag ich doch nicht nein, wenn da eine AK liegt. Ruhe da unten. So, wo war das? Warte mal, ich gehe jetzt nochmal einen höher. Scan nochmal. Da unten ist was. Wir müssen ja noch durch das Loch fallen, ne? Alter, was ist denn hier alles? Ach du Heiliger, was kannst du denn hier alles untersuchen? Naja, Wetter geht ja wenigstens noch. Einigermaßen. Okay. Der Nachbar. Was ist da unten los? Immer diese Ruhestörung in der Nacht. Okay, das ist auf jeden Fall eine Etage unter uns. Hier scheint gar nichts zu sein. Alter Schwede. Ich weiß ja auch, dass das Krankenhaus hier war oder so. Das sieht aus, wie das Kranken. Können aber auch Wohnungen sein. Alter, es geht noch weiter höher. Alter, wo geht's denn hier hin? Ah, jetzt sind wir am Dach. Alter Verwalter. Oha. Da ist das Riesenrad. Cool. Und wir müssen ja tatsächlich noch durch das Loch da fallen irgendwie. Und ich weiß nicht, ob wir drüben hinkommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und den hörst du bis hier oben. Utz, 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 utz. Okay, gibt's aber sonst nichts. Ich düse mal wieder zurück. So. Jetzt muss ich nur herausfinden, auf welche Etage das war mit dem Runterspringen. War das hier? Nee, das war noch eine weiter runter. Ich glaube, das war hier irgendwo gewesen mit dem Loch. Oder? Oder war das... Warte mal, da ist die Kiste. Wie kommen wir da hin? Das muss ja die Etage hier sein. Hua! Ah, komm mal nicht rein. Du brauchst ein bestimmtes Item, um hier weiterzukommen. Vielleicht kannst du etwas Passendes in der Werkstation herstellen. Ja, das wissen wir. Das haben wir schon mal gemacht gehabt. Dazu müssen wir aber erstmal so einen Schlopp, so einen Schleifblock oder so herstellen. So, wo war jetzt das Loch zum Runterfallen? War das hier irgendwo? Nee, das muss oben gewesen sein. Hier war das nicht. Verdammt! Mann, das sind so viele Fluche! Und so viele Gänge! Wie soll ich das mir denn alles behalten können? Ich meine, das war die Etage hier. Oder war das doch hier hoch und dann erst? Irgendwo gab es ein... Irgendwo gab es ein Loch zum Reinfallen. Ja, wo war denn das? Ich werde das nie wiederfinden. Das ist unfassbar. Hier geht es noch weiter nach oben. Aber da hinten war ja noch eine Treppe, ne? Ah, hier geht es gar nicht weiter. Okay. Warte mal, wenn wir jetzt die... Wir sind über den Hügel gegangen. Wenn wir jetzt die Treppe runtergehen... Da sind wir jetzt hier. Ich finde das nie wieder. Ich werde das nie wieder finden, ne? Das ist doch wohl ein Hohn, oder? Ach, hier kommen wir gar nicht nach unten. Hier kommen wir nur nach oben. Ja, das ist ja ganz toll. Ich werde das nie wieder finden. Naja, komm. Ist ja auch egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Ist... Doch, ist wichtig. Nein, ist nicht wichtig.
wir gehen einfach mal weiter. Wir müssen ja noch ein paar Ressourcen sammeln. Wir müssen ja noch ein bisschen unsere Mission hier machen. Und tralala und pipapo. Und das ist ja viel wichtiger als wie alles andere. Da hinten ist noch ein Fragezeichen. Da müssen wir jetzt erstmal hin. Alter Schwede. Escape from Tarkov hier oder was? So ein bisschen Feeling. Bisschen Vibes. Gott sei Dank haben wir noch keine Soldaten, ne? Ich meine, ich will es nicht so laut gerufen haben. Da sind noch Ressourcen. Das erste war so... Alter! Чужак! Убирайся отсюда! Hey, wer redet denn da? Тебе здесь не место! Wer wo? Wer redet hier wo? Was? Hä? Die... Оставь ее в покое! Lass sie ruhen. Würde ich ja gerne. Die erschrecken mich ja. Ich mach den noch. Ich tu dir noch nichts. Alter. Waren wir drüben schon drin? Ich frag für einen Freund. Ah ja, hier waren wir schon. Okay, alles klar. Hier ist auch DJ Bladman drin. Da drüben ist auf jeden Fall auch irgendwas Ressourcenmäßiges. Da können wir das Chernobyl Light wegspringen. Wenn wir eine Fackel haben, das haben wir ja noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Auch mit den letzten Folgen noch nicht. Aber ist nicht so schlimm. Wir werden ja noch ein bisschen unterwegs sein hier. So, wir haben da noch ein Fragezeichen und die Hauptquest, wo wir jetzt hin müssen. Fragezeichen ist, glaube ich, hier in dem Gebäude drin, soweit ich mich entsinne. Da ist ein Soldat. Ich hab dich im Auge. Gerade noch von gesprochen. Okay, er läuft zurück. Nice. Ich hoffe, er ist alleine. Die hören uns ja auch, ne? Ist ja nicht nur so, dass sie uns sehen, sondern die hören uns ja auch. Oh nein, das ist noch ein anderer. Alter. Shit. Fuck. Oha. Kann er sich mal umdrehen, da der eine? Dreh dich um! Dreh dich um! Ah, jetzt. Endlich. Dreh dich nicht um. Der Meuchler geht herum. Alter, 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 Alter! Warum? Warum meine Psyche? Alter! Warum? Du, warum? Der hat normalerweise nie mal schlafen gelegt. Warum sticht er die jetzt an? Alter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wieso ist der so brutal? Wieso ist der auf einmal so brutal? Was ist da los? Okay, der sucht. Lass mal ihn suchen. Hat er uns gesehen? Nee, ne? Aber er ist aufmerksamer, kann das sein? Nix da! Ah! Oh, Alter! Alter! Der haut aber auch dazu. Huch! Alter! Das ist nicht gut für unsere Psyche, wenn ich das mal so sagen darf. Alter! Warum? Warum, Oliver, bist du so geworden? In der Early Access Version warst du nie so. Da hast du dir einfach nur erwürgt. Ich meine, es ist auch nicht gerade besser, aber... naja. Hallo? Hallo? So, hier ist, glaube ich...
Ich glaube, hier ist was zum Looten. Alter, oha. Oha. Ist hier noch... Ich meine, hier ist das Fragezeichen. Ah. Lesen. Борис был информатором КГБ. Я думал, этот ублюдок мой друг. Борис war ein KGB-Informant, wenn ich diesen Mistkerl in die Finger bekomme. Major Kuznetsov. Anbei, wie versprochen, eine Liste mit einer Auswahl der zahlreichen antikommunistischen und staatsfeindlichen Schmuggelgüter, die ich in Ameljevas Wohnung fand. Der Besitz von Raubkopien und Samizdats voller westlichen imperialischen Propaganda, Obszönität, Gewalt und Unschicklichkeit zeigt genau, was für eine Art Frau Amelia wirklich ist und spricht Bände über ihre antisowjetischen Charakter. Ich persönlich wäre nicht überrascht, wenn dies nur die Spitze des Eisbergs wäre. Wenn Sie erlauben, Major Kuznetsov, möchte ich Ihnen bei dieser Gelegenheit empfehlen, Sie überwachen zu lassen und Ihren Zugang zu wichtigen Projekten im Kraftwerk sowie in der Duga-Anlage zu beschränken. Ich glaube, sie stellt eine ernste Gefahr für unsere wirtschaftlichen Bemühungen dar. Hochachtungsvoll Genosse, Techniker im Wladimir Ilitsch Lenin Kernkraftwerk Boris Glutschow. Liste der Schmuggelware. Musikalben, Sex Pistols, okay, Bücher, die Kunstvolle des Liebens, okay. Aha. Kann ich das mitnehmen auch? Nein, mitnehmen kann ich das nicht, aber was knarzt denn hier so? Hallo? Ich habe Angst, dass ich gleich wieder erschrocken werde. Hallo? Es ist schon wieder so riesig. Kann das sein, dass die Level manchmal prozedural generiert werden? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Da ist ein Symbol. Oha. Ach, hier wieder der. Ah, ja, stimmt. Hier hat ja jemand gewohnt und gelebt und tralala. Stimmt ja. Mit seinen Ratten am Spieß. Köstlich. Generator. Der hat aber hier schön gemütlich sich das gemacht. Die automatische Tür, die zugeht. Okay, der hat hier auf jeden Fall sehr gut gehaust. Toilette und Bad hat er auch gehabt. Und hier kam man irgendwie rein. Das habe ich, glaube ich, damals schon gesagt. Irgendwie ging es da rein. Ich weiß nur nicht, wie. Okay, hoch kommen wir nicht, ne? Nee. Okay. Dietrich brauchen wir dafür. Ich glaube, Chernobyl Light ist in der Nähe. Das glitzert so auf den Ohren. Okay, elektrische Teile. Chemikalien. Boah, Alter, diese Wand. Okay, hier bei dem Balkon kommen wir woanders hin. Können wir gleich mal gucken. Vielleicht kommen wir dadurch über das Baugerüst zu einer anderen Wohnung. Ich meine, das haben wir beim letzten Mal auch gemacht, oder? Ah, guck mal an. Unsere Hauptquest. Quest abgeschlossen. Vorratswurf in Pripyat. Juhu. Nice. Du hast ein neues Level erreicht. Du hast einen Fähigkeitspunkt übrig. Tausche bei Gefahr. Du hast eine erste Quest abgeschlossen. Nutze den Portalgenerator und die Tasche, um Schutzraum zurückzukehren, wann immer du bereit bist. Ja, bin ich aber noch nicht. Ich möchte gerne noch ein bisschen sammeln. Denn ich bin noch nicht bereit. Hier gibt es noch so viel zu untersuchen. Da ist noch ein Fragezeichen, was ich gerne noch machen möchte. Denn
Das Fragezeichen würde ich noch mitnehmen, denn je mehr Informationen wir hier finden und sammeln und tralala, desto weiter und schneller kommen wir auch natürlich voran, auch mit unserer Hauptquest und Story, was, ja, um was es da mit Tatjana zu tun hat. Ernsthaft? Was? Was? Nein, wie gruselig! Ernsthaft? Tolles Fragezeichen. Hat's jetzt auch gelohnt, hier hinzugehen? Egal, aber ich nehme die zwei Sachen noch mit und dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Ich glaube, das war das hier, ne? Ja gut, wir könnten ihn natürlich erledigen, da den Soldaten, aber ich lasse ihn mal leben. Wir werden noch auf einiges stoßen und treffen. Ihr wisst es. Da könnten wir auch mal reingehen, ne? Komm, wenn wir schon einmal hier sind. Hier waren wir nämlich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Ah, hier gibt's so viel... Hier gibt's... Hier gibt's so viel zu entdecken, ne? Ist einfach unfassbar. Ich find's auch krass, wie detailliert das einfach alles so ist, ne? Mit, ja, mit so runtergekommenen Gebäuden und ja... Alles einfach stehen und liegen gelassen. Da hat man so richtig das Gefühl, wie das so gewesen sein muss, wie die alle flüchten mussten. Da kommt man nicht rein. Das muss schon heftig gewesen sein. Okay, hier ist aber leider nichts. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Da ist eine Kiste drin, aber da kommen wir noch nicht rein. Deswegen würde ich jetzt einfach mal frei behaupten, mit der 3 kommen wir zurück. Und dann gehen wir mal zurück. Hallo Oliver! Похоже, мы можем проникать в зону и выбираться оттуда, не привлекая внимания. Ну как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Все еще хочешь вернуться на электростанцию? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она там. Чувствуешь? Ох, удивляешь ты меня, профессор Хеменюк. Доверять предчувствиям важно, но без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день. Да, ты recht. Да, ты recht. Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все данные, и только после этого мы придумаем новый план. Доказательства, улики, планы, сведения, ресурсы. Нам нужно все, что приблизит тебя к цели, Игорь. Ну ладно. Что у тебя? Обсудим через минуту. Но сперва я хочу, чтобы ты принял кое-что к сведению. Продолжай. У тебя появились новые обязанности. Ты нанял меня, арендовал этот склад. Так что теперь ты командующий на этой базе. А значит, несешь ответственность за снаряжение, которое здесь хранится. И что важнее, за все пайки. Пора начать мыслить стратегически. Ты возглавляешь военную операцию. Руководство базы и забота о личном составе на тебе. Голодать херово, знаю по себе. Если не обеспечишь личный состав пайками, никто не захочет воевать. Может, даже разбегутся. Кроме того, когда ресурсы ограничены, важно считаться с психологией групп. Выбирать себе любимчиков, награждать горе бойцов, и игнорировать тех, кто честно терпит все тяготы военной жизни. Самый верный способ вызвать недовольство личного состава. Какой личный состав? Наши всего двое. Это пока. Если ты и правда хочешь пробраться на электростанцию, нам понадобятся еще люди. Тебе необходимы сильные и умелые бойцы. И каждому бойцу нужно где-то спать, что-то есть и чем-то стрелять. Знаю, ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Но прояви терпение. Тебе нужен план. Тебе нужно время.
Не игнорируй потребности своих соратников. Займись складом. В противном случае ты ничего не добьешься. Ты прав. Мне нужно отнестись к делу серьезно. Genau. Именно так. И не забывай, ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Я помогу. За это ты мне и платишь. Genau, wir müssen nämlich strategisch handeln und nichts überstürzen. Gefährte geben jeden Tag einen Bericht über ihre zugewiesene Mission ab. Du erfährst dann, ob sie erfolgreich waren und was sie erreicht haben. Alle Items, die sie finden, landen automatisch in deiner Tasche. Drücke F, wenn du fertig bist. So, sehr schön. Gut, so, Furat. So, normales Essen, dann reicht das. Erstmal. Und dann nehmen wir mal an. Ja. Sehr schön. So. Wir sind ein bisschen verstrahlt, ist nicht so schlimm. Und diesmal fliegen noch keine Helikopter da rum. Das wird wahrscheinlich alles wieder noch kommen und so. Und ja. Abends kannst du die Basis ausbauen oder Gefährten trainieren. Zögere nicht, deine gesamten Ressourcen und Fähigkeitspunkte zu verbrauchen. Fähigkeitspunkte, da sagt er was, ne? Warte mal. Kann ich irgendwas verbauen? Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ach, das sind die anderen Leute hier. Beim Überwältigen von Gegnern erregst du weniger Aufsehen und zerrt nicht an deiner Psyche. Kann ich das leveln? Ich würde das gerne leveln. Wie level ich das denn? Wie levelt man das denn? Ich habe einen Fähigkeitspunkt, aber ich kann das nicht leveln. Hm. Vielleicht müssen wir das woanders machen. Hallo. Igor, Pistolet, который я тебе дал. Долго путешествовал со мной и уже довольно старый. Предлагаю сделать инструмент для калибровки и улучшить его. Entschuldigung. Я его сделаю, когда будет возможность. Он тебе правда пригодится, Игорь. Das stimmt. Aber wir haben auch so eine verbesserte Waffe gefunden gehabt in der Runde. Ich würde jetzt trotzdem mal eben kurz gucken, was so ein Lager kostet. Haben wir da genug, die großen können wir noch nicht bauen, ne? Aber den hier, der ist schon mal so ein bisschen mittelgroß. Ich würde einfach mal so ein Lager hier schon mal so hinzimmern. Der geht nicht in die Ecke rein. Geht der hier rein in die Ecke? Hä, es ging doch gerade. Ja, da oben möchte ich ihn nicht haben. Ah, okay, wahrscheinlich wegen der Ecke da. Okay, dann würde ich das... Pass mal auf, kann ich den irgendwo hier hinzimmern? Warte mal. Kann ich den so seitlich hier reinstellen? Geht das? Oder sagt er dann auch, nee, geht nicht? Geht auch nicht, okay. So rum? Ah, wie ärgerlich. Unter der Treppe? Unter der Treppe geht. Dann machen wir das doch hier. Machen wir das hier hin. So. Erstmal. Dann würde ich dort erstmal lagern. Eine Kalaschnikow. Ein Revolver. Munition. Später brauchen wir mehr Munition. Mechanische Teile, den ganzen Krempel packen wir auch erstmal da rein. Schrotpatronen haben wir noch nicht gefunden. Metallplatte. So, Brot, Pilze, Alkohol. Die Sachen würde ich tatsächlich einmal hier sortieren. Ich pack den Zehner mal weg und den packe ich auch hier rein. Dann nochmal ein bisschen das Inventar aufgeräumt. Ich muss gucken, dass ich so peu à peu tatsächlich mal... ach cool, jetzt sind da sogar Kisten drin. Geil. Dass ich so peu à peu dann mal schaue, dass wir vielleicht das mal richtig vernünftig sortieren dann auch. Kann ich noch einen bauen? Noch einen zweiten? Würde ich den daneben bauen? Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, pass auf, ich nehme mal...
die Sachen hier mit, die Ressourcen. Und hier machen wir tatsächlich nur Munition und Waffen rein. Ne? So. Und hier machen wir dann quasi diese Sachen rein. Die Ressourcen, die wir brauchen zum Bauen und so. So. Erstmal. Cool. Wie geil, dass dann auch so Kartons da liegen, ob die voll sind oder nicht. Das ist natürlich sehr schön. So. Haben wir eigentlich ganz gut ausgerüstet und ich würde sagen, ja, in der nächsten Folge geht's weiter mit dem nächsten Tag. Dann legen wir uns schlafen. Und, beziehungsweise, das können wir eigentlich, ja, das machen wir in der nächsten Folge. Denn da geht's weiter mit Chernobyl Light. Dann seid ihr wieder mit dabei und dann gehen wir in den zweiten Tag. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also, macht's gut. Tschüss.